Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht weiter mit meinen Schminkschubladen und wir sind schon bei der Schublade 13 angekommen. Wenn dich interessiert, was da alles so drin ist, dann bleib dran, ich zeig's dir gleich. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Schublade 13, es geht so schnell voran und ich glaube, ich sage es fast jedes Mal, ich freue mich total auf die neue Schublade, weil irgendwann wird es auch Zeit mal für was anderes. Gar nicht die Lidschattenpaletten, davon habe ich ja wirklich mittlerweile genug Auswahl in jeder Schublade, aber mal einen anderen Blushton, mal einen anderen Highlighter, eine andere Foundation. Solche Sachen eben halt. Aber ich denke, das kannst du bestimmt ganz gut nachvollziehen. Ich will gar nicht lange drum herum quatschen. Ich schnappe die Kamera, wir gehen ins Badezimmer und ich zeige dir die Produkte, die sich noch von Schublade 12 in meinem Badezimmerschrank befinden. Und damit heißt es mal wieder, willkommen in unserem Badezimmer. In meinem Spiegelschrank befindet sich ja noch die Schublade 12 und die räumen wir jetzt gemeinsam raus. Wir starten hier mit den 4 Mascaren. Ich fange mal mit der hintersten an, die hier steht. Die kommt nämlich von Catrice. Das ist die Lash Changer Mascara. Von der hatte ich mir irgendwie mehr versprochen. Die ist jetzt nicht schlecht, aber nee, eindeutig nicht eine Mascara, die ich nachkaufen würde. Von iHeart Revolution kommt die Tasty Watermelon Mascara, die so ganz leicht nach Wassermelone riecht. Ist ein lustiger Spaß, aber auch die würde ich mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Gefällt mir aber schon besser als die von Catrice. Von L'Oreal habe ich hier die Volume Wimperntusche für sensible Augen und ich denke, das ist auch hier der Hauptpunkt. Die macht jetzt nicht so einen Mega-Effekt, ich finde sie jetzt nicht schlecht, aber ich denke, wer sensible Augen hat, der wird das zu schätzen wissen und für den ist diese auch hier gemacht. Ja, und der Gewinner quasi aus Schublade 12 von Mascara ist, kommt von Magic Finish und zwar ist das die Volume Mascara. Wann immer es ging, habe ich quasi die verwendet. Also wann immer ich einen besonderen Augenaufschlag wollte, war die hier am Start. Die gehört auch wirklich nicht nur zu den Gewinnern von dieser Schublade. Ich finde sie auch insgesamt richtig gut. Also gehört eindeutig zu einer meiner favorisiertesten Mascaren. So, dann gehen wir mal weiter. Concealer, der kam hier von Trended Up. Der Camu Concealer, hohe Deckkraft, der hat mir richtig gut gefallen, auch viel besser als der hier von CC mit dieser Sprenkeloptik, zumal der auch irgendwie zu dunkel war, obwohl wenn man die nebeneinander hält, schaut der von Trended Up dunkler aus, ne? Aber irgendwie hat mir die Farbe von Trended Up eindeutig besser gepasst. Dieser kam wirklich nur einmal zum Testen auf und so unter die Augen, nicht aufs Auge. Unter die Augen und ansonsten nicht. Ansonsten habe ich halt immer den verwendet. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe hier übrigens die Farbe 005. Ist, glaube ich, die hellste Farbe, würde ich mal meinen. So, dann haben wir hier einmal für die Augenbrauen von Essence das Eyebrow Gel. In der Farbe 1 Brown, das gefällt mir recht gut, habe ich ein paar Mal verwendet. Ich mag solche Augenbrauen-Gels recht gerne. Und dann hatte ich von Rival de Loop ein Eyebrow Pen, das ist so ein Stift zum Anspitzen in der Farbe 05 Peanut. Das war ein bisschen dunkel, hat aber funktioniert, weil hier ist nämlich auch so ein Spoolie hinten dran, damit konnte ich immer so ein bisschen verwischen, dann passte die Farbe nämlich auch gleich viel besser. Aber generell würde ich mir, glaube ich, eine Nuance heller holen. Zu beachten ist bei dem Stift, dass der schnell austrocknet. Also man muss ihn quasi jedes Mal frisch anspitzen, bevor man ihn erneut verwendet. Sonst tut's weh am Auge einfach. Also den muss man wirklich immer frisch anspitzen. Ansonsten ist das ein Produkt, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, dann hast du vielleicht gerade schon gesehen, hat sich ein Produkt neu bei mir verirrt. Ich hatte ihn ja schon aussortiert, weil ich gedacht habe, er ist leer. Der kommt von Rival Loves Me aus dieser LA Greetings von Lisbon. Ist ein Augenbrauenstift mit so 4 verschiedenen Farben, die man runterschieben kann. Und ich hatte im letzten Video gesagt, dass ich es voll ärgerlich finde, dass ich sowieso nur 2 Farben verwenden kann. Die anderen beiden passen mir gar nicht, aber gut, gibt man den Stift eben weiter. Aber die Farben brauchten sich eben auch total schnell auf. Ich konnte sie jeweils nur einmal gebrauchen, dann waren sie leer. Naja, und dann hatte ich einen tollen Kommentar unter dem Video und Nina war bei mir zu Besuch, die mir erklärt haben, wenn man das dreht, rutscht das nach. Ja,
Wer kommt denn auf so eine Idee? Yvonne auf jeden Fall nicht. Ja, deswegen bleibt der jetzt auch im Spiegelschrank stehen und ich brauche ihn auf, damit ich ihn dann auch wirklich weitergeben kann. Also der bleibt einfach weiter hier. Es geht hier unten weiter mit Lippenprodukten. Ah ja, von Nyx, ne? Das ist so ein tolles... Ja, was ist es eigentlich? Steht das drauf? Lingerie XXL. Es ist ja kein wirklicher da. Liquid Lipstick ist das. Okay, also kein Lipgloss, weil er glosst überhaupt gar nicht. Der ist wirklich totmatt und ich mag das ja wirklich nicht. Aber diese Farbe hier ist der Wahnsinn. Das ist die Farbe Unlucked. So, so toll. Und wirklich, also der hält den ganzen Tag. Wirklich den ganzen Tag. Man muss vielleicht mal mit einem Gloss drüber gehen, weil ich einfach das Gefühl von diesen matten, trockenen Lippen überhaupt nicht mag. Aber wenn ich mit einem Gloss drüber gebe oder irgendein Pflegeprodukt, funktioniert das einwandfrei. Und ich habe eine sichere Farbe den ganzen Tag und dann auch eine so, so tolle. Ein super Produkt. Generell gibt es den, glaube ich, in unzähligen Farbnuancen. Also schau dir das doch mal an. Vielleicht ist da ja auch das Passende für dich dabei. Dann gab es von KNDR Beauty so einen Lippenstift, der pH-activated ist. Ja, ne, der passt sich halt der pH-Wert der Lippen an und verändert dann die Farbe. Ja, ich glaube zweimal, dreimal habe ich den verwendet. Ich werde ihn einfach aufbrauchen, ne? Ist jetzt nicht so meins. Sehr viel öfter kam der Lippenstift von Love auf meine Lippen. Das ist hier die Farbe Maura's Blushed Mauve. Was für ein Name. Den mag ich total gerne. Das ist, ups, beim hier ablegen. Das ist so ein ähnlicher Farbton wie der von NYX. So ein schöner, pinkiger Rosenholzton ist genau meins und steht mir gut. Und ich finde den Lippenstift von Love auch schön. Das hat so einen Magnetverschluss. Richtig cool. Von W7 habe ich hier den Lippy Chic in der Farbe. Eieieiei. Größer ging es nicht, ja? Nee, tut mir leid, das kann ich wirklich nicht lesen. Es ist so ein braunrot und ich habe ihn jetzt zweimal getragen und war jedes Mal überrascht, wie gut mir das steht. Es ist echt auffällig, ne? Es ist kein Lippenstift, den man mal so inkognito tragen kann, sozusagen. Ich habe so eine schöne Lippenfarbe. Nee, der ist so keine Lippenfarbe. Aber der klappt richtig gut und steht mir auch gut. Gar nicht auf den Lippen war dieser hier aus dem Adventskalender von, was ist das denn hier? Shopping Queen. Heieiei. Ja, das ist auch so ein dunkles Rot. Ein bisschen mehr ins Rot als der von W7. Aber ja, für besondere Sachen halt, ne? Und das gab es jetzt in der Zeit nicht. Dann habe ich hier noch einen von L'Oreal in dieser wunderschönen Goldverpackung. 163. Das ist so ein knalliges Orange. Ja, wie du siehst, der ist noch leider unbenutzt. Gab es irgendwie keine Gelegenheit zu. Auch nicht auf meinen Lippen war das Lipgloss von CC aus dieser British Museum Reihe. Das ist auch so ein Rotton. Aber von Max & More aus dem Adventskalender den Lipgloss. Den habe ich halt wirklich dann die Male über den von NYX drüber getragen. Und das hat super funktioniert. Neu im Schrank bleibt bei mir das Catrice Lip Oil aus dieser Limited Edition. Das ist das Blooming. Secret Garden nannte sich das. Das gibt so einen ganz leichten Roséton ab. Riecht unwahrscheinlich gut. Super alltagstauglich und du kannst sehen, ich habe das schon gut verwendet. Aufgebraucht habe ich die Parfümprobe von Jill Sander Sunset. Überraschend guter Duft. Also das Sun würde ich heute jetzt nicht mehr mögen. Ich fand das früher als Teenie total toll. Heute irgendwie nicht mehr. Aber Sunset ist quasi in meinen Augen natürlich jetzt nur, ne, der erwachsenere Duft davon. Aber wenn du auch in meinem Alter bist und Sun feierst, dann fühl dich frei. Also wirklich, dann ist das super. Für mich ist es aber irgendwie nichts mehr. Aber der hier hat mir gut gefallen. Ja, dann geht es etwas weiter. Ich mache mal einfach hier der Seite weiter mit dem Primer von Essence. Cute as Shell, den habe ich mal von Nina bekommen. Den verwende ich total gerne. Habe ich auch sehr oft verwendet. Immer dann, wenn ich mich etwas später geschminkt habe, sagen wir das mal so, habe ich mich direkt morgens fertig gemacht. Dann hatten wir meistens die Sonnencreme schon als Base, als Primer gereicht. Und wenn ich später war, dann habe ich den noch drunter gegeben. Zweimal einfach, um ihn aufzubrauchen, von Viva Loves Me, den Primer Matte & Poreless. Es ist so gar nicht mein Produkt, ne? Aber ich kann ihn nicht mehr weitergeben, der ist schon wirklich ziemlich gut aufgebraucht. So kann er in kein Wanderpaket rein. Und ich will ihn jetzt einfach aufbrauchen und ja, benutze ihn halt immer mal wieder.
Das Fixing Spray von Revolution aus dem Adventskalender von Game of Thrones habe ich fast ausschließlich verwendet. Wir sind jetzt hier gelandet. Ein toller, dezenter Duft, also nicht wirklich stark, angenehmer Sprühstoß. Fixiert das Make-up gut, was soll ich anderes sagen? Nur einmal, damit ich es auch verwendet habe, von Max & More das Fixing Spray. Das ist auch in Ordnung, also das kostet das 99 Cent, 1,30, ich habe keine Ahnung. Dafür kann man nicht klagen, also dafür ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber ich hatte mich jetzt diesmal auf das von Revolution eingeschossen. Ja, und hier hätte ich es jetzt noch einmal testen sollen. Ne? Vielleicht lasse ich es auch noch mal stehen im Schrank und probiere es noch mal. Ich habe das mal irgendwann in einem Tauschpaket gehabt von Useless, die Tinted Active Cream, und habe es dann noch mal aus einem Wanderpaket rausgenommen, weil ich es so gut fand. Es ist so ein bisschen ähnlich wie das Magic Finish, etwas flüssiger, passt sich der Gesichtsfarbe quasi an, dem Teint. Aber diesmal hat es mir nicht gut gefallen. Jetzt weiß ich nicht, ob es an der Sonnencreme lag oder am Primer oder wie auch immer. Ich habe mich dann nicht getraut, es nochmal zu verwenden, weil es irgendwie keine Gelegenheit gab. Ich müsste es quasi einmal probieren, wenn es egal ist, wie es wird. Deswegen, ich glaube, das werde ich mir nochmal einmal hinstellen, damit ich es beim nächsten Mal testen kann, um zu wissen, ob ich es weitergebe oder ob ich es behalte. Ja. Neu bei mir eingezogen ist ja von Douglas die Heaven Foundation. Die habe ich ja bei The Beauty Beast, dem Facebook Online Shop, gekauft. Das ist ja so ein Schwämmchen mit Make-up drin und es ist so, so gut. Ich finde, es ist einfach perfekt für den Sommer. Also das Magic Finish ist ja mein absoluter Star bei den Foundation. Das ist, also wirklich, das geht einfach immer. Aber dieses hier kommt da wirklich von der Art und Weise schon nahe dran. Also es ist ganz leicht aufzugeben. Man sieht es kaum. Es passt sich so gut dem Gesicht an. Und für den Sommer einfach die leichtere Variante. Also richtig toll. Und damit geht es auch schon mit der Schublade weiter. Ich starte einfach mal hier an der Seite. Von Physical Formula, der Butter Bronzer, ist einfach mega cool. Ich habe den mal in einem Tauschpaket von Edda bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die gängige Farbe habe. Es ist recht hell. Aber für mich jetzt, wo mein Teint noch nicht ganz sonnengebräunt ist, passte das einfach perfekt. Er hat so einen ganz leichten Kokos-Vanilleduft, gefällt mir richtig gut. Von Miss Dean Paris kommt dieser Blush hier. Das ist die Farbe, genau das da, The Rose. Siehst auch, den habe ich ganz gut verwendet. Die Farbe hat mir gut gefallen. Immer dann, wenn ich absolut keinen Schimmer im Blush haben wollte, habe ich quasi den verwendet. Der war ein bisschen schwach bei mir auf den Wangen von Catrice. Von Catrice die Blushbox in der Farbe Warm Soul. Irgendwie ein bisschen zu wenig. Also ich denke, das wäre für mich wohl eher ein Winterprodukt. Dann hatte ich ja von Catrice in Kooperation mit Maxime Giacomo diese Face Palette in der Schublade 12. Die schaut so aus. Und ich habe einfach so oft diesen Blushton verwendet. Eigentlich mag ich den ja hier sehr viel lieber von der Farbe her. Aber der untere hat so einen Goldschimmer. Und das fand ich jetzt immer richtig toll. Dann habe ich auch gar keinen Highlighter mehr gebraucht. Ich habe einfach nur diesen Blush aufgegeben. Hatte so einen leichten Goldschimmer auf den Wangen. Und ich fand, das sah schon so sommerlich aus. Ich habe es total geliebt. Die Highlighter hatte ich auch jeweils mal getestet. Die sind auch richtig toll. Aber wie gesagt, das Highlight in dieser Palette jetzt bei diesem Mal verwenden der Schublade war eindeutig hier unten der Blushton Beach Vibes. Steht sogar drauf, Beach Vibes, ja. Es ist original echt so ein Sommerprodukt. Monolidschatten kam diesmal leider nicht zum Einsatz. Hier war von L'Oreal Age Perfect so ein Weißton drin. Von Love so ein Glitzerton. Dazzling Emeralds heißt hier die Farbe. Von Catrice ein Glitzerrot aus einem Wanderpaket. Red Trending heißt die Farbe. Und nochmal von Catrice so ein Champagnerton, so ein Schimmerton. Pretty Pearl. Ja, ich habe keine Ahnung, ich glaube schon. Da bin ich diesmal irgendwie nicht so gekommen, die zu verwenden. Ach ja, und dann war hier noch von Huda Beauty eben auch Matt in Metall, dieser Liquid Eyeshadow. Ja, hatte ich ja schon mal ausprobiert, aber diesmal kam der jetzt auch nicht dran. Das hier ist ja mein Puder. Dann haben wir hier Airbase, das sind Blushtöne, eine Creme-Blush-Palette, die habe ich mir mal aus einem Wanderpaket rausgenommen. Ich habe einmal den ganz dunklen Ton ausprobiert und dieses quietschige Pink.
haben mir beide richtig gut gefallen, ließen sich auch toll verarbeiten. Das Highlighter-Herz von I Heart Revolution Heartbreakers habe ich von einer lieben Zuschauerin geschenkt bekommen. Und das schaut so aus und das habe ich auch ein paar Mal verwendet. Das ist so ein ganz schöner Rosé-Champagner-Ton, mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Nicht zum Einsatz gekommen ist von I Heart Revolution Tasty Apple. Das ist ja so ein krasser Kupferton. Das ist dieser Highlighter. Passte irgendwie diesmal einfach nicht. River Loves Me On Flake Baked Highlighter habe ich auch leider nicht benutzt. Dafür aber diesen Bronzer hier von Essence, Sun Club Nature. Ich glaube, es ist die hellere Farbe, genau, 01 Warm Tone. Ich habe auch 02 Cool Tone, der gefällt mir allerdings besser, aber dieser hier war auch vollkommen in Ordnung. Der Arctic Glow Highlighter von Catrice kam diesmal auch nicht zum Einsatz. Mir war einfach mehr nach goldenen Schimmer auf meiner Haut. Darum habe ich diesen hier auch einmal ausprobiert von Max & More aus dem Adventskalender, den Highlighter. Der hat die Farbe 171 Time to Shine und der schimmert und glitzert auch wirklich richtig krass. Und etwas öfter kam auf meine Wangen von MAC O Beauty der Liquid Highlighter. Der hat jetzt hier die Farbe, wo steht's denn drauf? Der hat jetzt hier die Farbe Champagne. Und die Lidschattenpaletten, wie immer, schnappe ich mir jetzt und zeige sie dir an anderer Stelle. In der Schublade 12 waren wirklich ganz wunderbare Paletten. Sie waren mindestens einmal alle auf meinem Auge, auch manche natürlich auch öfter. So zum Beispiel diese hier von Too Faced. Das ist die Christmas in London Palette. Und ja, die ist einfach wunderschön. Wir haben hier auch Blushtöne. Das habe ich meistens vergessen. Also immer, wenn ich zu den Lidschatten greife, habe ich natürlich schon Blush im Gesicht. Aber ich habe den Ton auf jeden Fall einmal verwendet und diesen dunkleren hier. Den mochte ich jetzt im Sommer richtig gerne leiden. Und ich glaube, das wäre für mich eher so ein Winterton. Die Farben sind richtig toll. Ein bisschen gedeckter, ein bisschen zurückgenommener. Es lassen sich aber wirklich tolle Looks damit kreieren. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe das Grün verwendet, diesen tollen Fliederton und Champagner. Ja, einfach richtig schön. Von Alterra Naturkosmetik Love Your Eyes, die Forest Love Palette. Es sind 9 richtig coole Farben, ideal auf den Wald abgestimmt. Und ich finde die Looks damit auch einfach richtig toll. Ich komme nicht drum rum, ich muss diesen Orangeton irgendwie immer verwenden. Das ist ja so ein riesen Eyecatcher halt dabei. Und der ist quasi jedes Mal mit auf den Augen gelandet. Ich habe mal nur diese Brauntöne mit dem Orange verwendet, aber mal auch diese Grüntöne mit dem Orange. Ist ein Hingucker, wenn man das richtig aufträgt. Da hatte ich sie verkehrt, damit du nochmal das Laufen des Bildes siehst. Von CC, die Alice im Wunderland Palette. Ja, die scheint im Moment ausverkauft zu sein. Das haben mir ein paar von euch geschrieben. Ich bin sehr froh, dass ich sie habe, auch wenn natürlich schon so ein bisschen zermatscht hier aussieht. Ich versuche immer wirklich oben zu bleiben, wenn ich diese Farbe verwende, damit hier unten noch ein bisschen Muster bleibt. Ich finde es toll. Diesen Pressed Glitter habe ich jetzt diesmal nicht verwendet, da ist es irgendwie nicht zu gekommen. Ich glaube, alle anderen Farben, ich glaube das Rot auch nicht, sonst alle anderen Farben sind einmal auf meinem Auge gewesen. Von Sleek habe ich mir ja mal bei Vinted diese Geburtstagspalette geholt, die ich einfach von den Farben so, so toll finde. Auch die ist auf meinem Auge gelandet. Sie ist nicht so toll pigmentiert, wie ich mir das so gewünscht hätte. Die Silbertöne sind alle sehr, sehr ähnlich und auch die dunkleren, diese dunkleren Grauschimmertöne sind alle sehr ähnlich. Aber gut, die Looks, ich habe sie, glaube ich, zweimal verwendet, sind gut geworden. Aber es ist jetzt nicht eine Highlight-Palette. Auch kein Highlight, aber wirklich eine solide Wahl von Alverde, die Rosy Favorites. Die wirst du auch sehr wahrscheinlich kennen. Es ist ja auch so eine Standardpalette, wenn man Alverde-Paletten mag. Dann wird man die auch in der eigenen Sammlung haben. Rosy, gut, wir sind so ein bisschen im Rosé-Bereich. Auf dem Auge fällt das nicht so wirklich auf. Es ist ein ganz toller, nudiger Look, der dabei entsteht, der mir aber auch immer wieder gut gefällt. Überrascht hat mich von Rival de Loop die Brilliant Crush Palette. Die war ja eine LA und sie enthält 12 Farben in den Birthstone-Farben, also zu jedem Monat eine andere Farbe zu dem passenden Geburtsstein. Und ich habe hier auch nicht alle Farben verwendet, aber einige, die ist so mittelmäßig pigmentiert. Also ein paar Farben kommen richtig gut, die Schimmertöne machen einen super Job. Die matten Töne muss man überlegen, wie man sie kombiniert und dann vielleicht auch eben etwas schichtet. Ja, die kleinste und eine meiner absoluten Lieblingspaletten von Essence, die Coffee to Glow.
Die kam diesmal tatsächlich nicht so oft zum Einsatz. Ich liebe sie total und ich trage sie ja das ganze Jahr immer mal wieder. Hole ich sie mir einfach aus der Schublade raus, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Das kommt natürlich manchmal eben auch vor. Aber diesmal, wo sie jetzt dran war, ne, kam die nicht zum Einsatz. Total interessant. Ja, aber ich finde sie super. Mir war einfach nur mehr nach anderen Farbkombinationen. Von Revolution die Candy Haze Palette. 16 dezente Pastelltöne. Ja, auch wenn das Grün und das Lila etwas anders wirken. Das Lila ist auf jeden Fall sehr, sehr schwach pigmentiert. Nicht so geeignet für so einen krassen Hingucker, sondern eher mehr dezent. Das Grün klappt schon ein bisschen besser, aber alle anderen Töne sind wirklich sehr dezent, sehr pastellig. Aber es wird ein angenehmer, schöner Look damit. Ja, und das waren die Lidschattenpaletten aus der Schublade 12. Und natürlich auch alle anderen Sachen, die ich dir gerade gezeigt habe. Ich räume sie jetzt zurück in die Schublade und dann schauen wir mal, was Schublade 13 für mich bereithält. So, meine Schminkschubladen 10, 11, 12. Hier ist nun wieder alles ordentlich eingeräumt. Tschüss, Schublade 12 und hallo, Schublade 13. Oh, das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich räume die Produkte aus und dann zeige ich dir alles. So, wie immer versuche ich natürlich, dir die Produkte in der Reihenfolge vorzustellen, wie ich sie auch aufs Gesicht auftragen würde. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Das weißt du, wenn du meine letzten Schminkschubladen-Videos gesehen hast. Gerade jetzt hier beim Sortieren habe ich gemerkt, dass die Mischung sehr ausgewogen scheint. Das kann sich aber ändern oder meine Meinung dazu, sobald ich die Sachen verwende. Oftmals merkt man das wirklich erst im täglichen Gebrauch. Ich starte erstmal mit dem Primer. Da habe ich einmal hier von Maybelline aus dem Maybelline Adventskalender Baby Skin Intent Pore Eraser. Den habe ich schon damals zweimal ausprobiert, einfach um ihn zu testen. Der ist wirklich schön porenverfeinernd, aber ich würde ihn auch wirklich nur da auftragen, wo ich vergrößerte Poren habe, sprich so ein bisschen auf dem Kinn, auf der Nase und auf der Stirn. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann habe ich zweimal eine Probe von MAC, von diesem Studio Radiance. Moisturizing und Illuminating, Silky Primer, da steht noch alles mögliche andere drauf. Genau, ich denke, einen davon werde ich auf jeden Fall aufbrauchen können. Wenn er mir gefällt, vielleicht sogar beide. Ich muss mal gucken. Ja, Foundation habe ich drei verschiedene. Einmal hier von Catrice Pure Poreless Perfect Mousse Foundation in der Farbe 20. Die hatte ich auch schon in dunkleren Farben. Da habe ich sie mittlerweile aussortiert, weil das irgendwie nicht so meins war. Hier haben wir jetzt 20 Natural Scent. Und Natural Scent komme ich bei vielen Marken mit Foundation gut klar. Von daher hoffe ich, dass das hier auch so sein wird. Dann habe ich noch eine kleine Probe von Art Deco Perfect Tint Foundation. Das ist wieder so eine, die sich den Hautton anpasst. Ich guck mal, ob das funktionieren wird. Und zweimal von By Terry eine CC Cream, ein CC Serum. Etwas dunkel, wie mir scheint. Es ist die Farbe 4. Sunny Flash. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert. Ich teste erstmal eins und wenn nicht, dann gehen die natürlich weiter. Concealer habe ich nur einen in der Schublade und vielleicht kriege ich den sogar aufgebraucht. Der kommt von L'Oreal. Perfect Match Concealer ist das. True Match. Ja, den habe ich schon sehr, sehr oft verwendet. Hier oben ist auch schon die Farbe runter. Also dieses Etikett weg. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, welche Farbe. Doch, da steht das noch drauf. 1N Ivory. Ja, also passt auf jeden Fall. Und du siehst, ganz viel ist da nicht mehr drin. Vielleicht kriegen wir den leer. Das wäre ja nicht schlecht. Einen Duft habe ich auch in der Schublade. Den schiebe ich mal eben so dazwischen. Sonst vergesse ich das ja ganz gerne. Und das ist einer meiner Lieblingsdüfte. Perfekt von Marc Jacobs. Der war mal in einer InStyle-Box drin. Und oh, ich mag diesen Duft so gerne. Das ist auch ein idealer Frühlings-Sommer-Duft, finde ich. Der riecht so schön blumig, fruchtig. Ist gar nicht mehr so viel drin, ne? Den werde ich auf jeden Fall jetzt aufbrauchen. Ich habe von BH Cosmetics von Studio Pro, aus der Linie Studio Pro, eine Konturpalette hier drin. Die habe ich auch schon getestet bei dem Full Face One Brand Video zu BH Cosmetics. Das Video verlinke ich dir mal unter dem i. Die hat mir echt gut gefallen. Also ich habe nicht alle Töne in dem Video ausprobiert, aber diese beiden, also einmal zum Konturieren und einmal zum Bronzen, waren richtig toll. Und ich würde auch gerne mal diese helleren Töne ausprobieren, einfach um diesen Konturton noch ein bisschen
ja, mehr Intensität zu geben. Mal sehen. Also ich bin da echt total gespannt drauf und freue mich drauf, jetzt mit der Palette mal etwas mehr ausprobieren zu können. Dann habe ich einen meiner ältesten Bronzer hier drin, wie du siehst. Rival de Young, so hieß die Marke vorher, das Sun Powder in der Farbe 03 Matt Bronze. Ja, wir haben hier schon Hitzepen, kann man sehen. Also hier ist schon die Verpackung zu Ende. Aber das Produkt, also gibt noch super Farbe ab. Also ist überhaupt nicht eingetrocknet. Von daher benutze ich das einfach weiter. Von KNDR Beauty habe ich den Kind Bronzer in der Farbe, nee, der nennt sich einfach nur Bronze, aus einem Wanderpaket mal rausgenommen. Hier ist das Ganze jetzt etwas dunkler, also könnte vielleicht ein bisschen besser jetzt zum Sommer passen, muss ich mal schauen. Und einen großen Bronzer, ich liebe ja so Bronzer, die groß sind, wo man mit dem Pinsel richtig schön reingehen kann. Von Essence Sun Club Matte Bronzing Powder in der Farbe 01 Natural, auch aus einem Wanderpaket mal rausgenommen, mit einem wunderschönen Pressing. Also mal ganz ehrlich, ne, richtig cool. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen hell. Ich muss mal gucken, wie das so funktioniert. Ich habe natürlich auch Blush und da starte ich zuerst mal mit einer Blush-Palette von Revolution. Aus dieser Flamingo-Reihe haben wir nämlich hier drei wunderschöne Blush-Töne und ich mag sie alle drei recht gerne. Im Moment stehe ich ja auf so pinkige Farben, also ich muss mal gucken, welcher denn jetzt so zum Einsatz kommt. Ob dieser Aprikoton ist auch richtig schön. Ja, das täuscht so ein bisschen, das sieht hier so bräunlich aus, ne? Aber schau mal, also das sind wunderschöne Farben. Ja, freue mich drauf. Von NYX habe ich hier einen Blush, auch aus einem Wanderpaket rausgenommen. Angel nennt sich die Farbe. Der ist jetzt wirklich ein bisschen dezenter. Schaut so aus. Ja, ist jetzt wirklich mehr so ein zarter Roséton. Ja, mal gucken, wenn es passt. Von Catrice habe ich hier auch wieder eine Blushbox. In der letzten Schublade war ja auch schon eine drin. Das hier ist jetzt die Farbe 020 It's Wine O'Clock. Dürfte also vielleicht ein bisschen dunkler sein. Der letzte passte mir ja nicht so wirklich. Haben wir jetzt hier die Farbe? Ja, könnte auch funktionieren. Und von Seattle London habe ich hier so ein Glow To Illuminating Blush. So eine Mini-Geschichte davon. So schaut das Ganze ohne Umverpackung aus. Es ist die Farbe Matchmaker und es ist auch ein gebackenes Produkt und ja, mit einem schönen Glow. Ich mag es total. Ja, ein zartes Rosé mit einem schönen Glow. Richtig toll. Könnte wohl was sein. So, ich habe natürlich jetzt wieder das Puder vergessen. Ich sage ja, die Reihenfolge, das klappt immer so mäßig. Aber wir machen jetzt erst noch eben den Highlighter. Von Belle Hypoallergenics habe ich hier den Highlighter in der Farbe 02 Sunset. Der kommt aus dem Hypoallergenic Adventskalender. Die haben auch so schöne Press drin. Mag ich sehr gerne leiden. Haben wir noch Platz auf meiner Hand? Da. Das ist so ein Champagnerton. Von ReLove Revolution Super Highlight. Das ist so ein Goldton, auch aus dem, der heißt jetzt Champagner. Das ist ja interessant. Der kommt auch aus dem ReLove Adventskalender und schaut so aus. Der hat so eine super 3D-Optik. Das ist ja auch mal cool, ne? Richtig schön. So, mal eben gucken, wo haben wir noch Platz? Hier ist noch Platz. Ja, es ist auch Champagner, ne? Eher Champagner als Gold auf jeden Fall. Okay, hat das Produkt mal wieder recht. Und dann habe ich noch von River Loves Me aus der Greetings von Lisbon Reihe die Highlighter Palette. Genau, so geht sie auf. Hier haben wir vier Highlighter Farben drin. Also ein bisschen was Dunkleres als Champagner. Ich würde sagen, das ist wieder Champagner. Bisschen Gold-Bronzeton und so ein Rosé-Gold. Ja, ich habe keinen Platz mehr zum Swatchen, deswegen musst du mir das jetzt einfach mal glauben. Und natürlich zeige ich dir auch noch meine Puderprodukte. Da habe ich einmal von Alverde so ein gebackenes Puder, ein mattierendes Puder in Rosy Beige. Also was so ein bisschen ja einebnet, aber auch so einen zarten, ja, zarte Farbe abgibt. Einfach so ein bisschen hautangleichend ist. Gefällt mir ganz gut. Sehr schön. Und von I Heart Revolution das Coconut Baking Powder. Das habe ich auch verwendet in dem One Brand Full Face Video von I Heart Revolution. Das verlinke ich dir auch mal unter dem i und natürlich unten in der Infobox. Das schaut so aus. Ist so ein riesen Pott mit losem Puder halt eben. Es riecht so ganz leicht nach Kokosnuss. Wirklich nicht stark.
hat mir in dem Video sehr gut gefallen. Für die Augenbrauen habe ich zwei Produkte. Einmal hier von welcher Marke ist das denn? Brow Gel von Butaining Beauty? Könnte wohl sein, oder? Das haben wir bestimmt in irgendeiner Box drin. Ich habe keine Ahnung. Ein Augenbrauen-Gel, was dann ja bestimmt eine Farbe hat. Sonst hätte ich es nicht hier reingepackt. Jo, das ist so ein Braunton. Könnte also passen. Ich bin gespannt. Und dann habe ich hier noch aus dem Adventskalender von Revolution einen Augenbrauenstift. Den hatte ich ja auch schon in einer Schublade. Also nicht genau den, sondern den gleichen. Identisch, nur halt nicht den. Also einen gleichen. Und der ist mir ja so schnell abgebrochen. Also ich konnte ihn nachher nicht mehr anspitzen, weil er immer wieder so gesplittert ist. Ich hoffe, es klappt mit dem jetzt besser, weil an sich hat mir das Produkt richtig gut gefallen. Fixing Spray, da habe ich diesmal zwei zur Auswahl. Einmal von CC das Make-up Setting Spray. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Das war ganz gut. Und von Rival de Loop, das Primer and Fixing Spray. Mit einem sehr, sehr nebeligen Sprühstoß. Also hier kommt wirklich sehr wenig raus. Eigentlich total angenehm, aber es ist so wenig, dass man meint, es kommt gar nichts im Gesicht an. Dadurch habe ich natürlich auch keine Wassertropfen im Gesicht. Ist ein Riesenvorteil, aber ich gehe damit viel, viel öfter übers Gesicht, weil ich immer meine, da kommt irgendwie gar nichts an. Mascara haben wir diesmal fünf. Fünf Stück. Einmal von Banana Beauty No Limits. Aus der Pink Box kommt die. Das ist so ein schmales Silikonbürstchen. Ja, ganz gut. Habe ich noch nicht getestet. Bin ich mal gespannt. Bisher haben mir die Mascaren von Banana Beauty recht gut gefallen. Dann haben wir hier eine meiner ersten Lieblingsmascaren von Clinique Lash Power Mascara. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die herkommt. Bestimmt aus dem Clinique Adventskalender. Ich hatte die schon mal irgendwo herbekommen vor Jahren. Es ist ein ganz dünnes Faserbürstchen. Aber das macht halt so tief schwarze Wimpern. Es färbt einfach so gut ein. Es macht also wirklich einen ganz dezenten, wunderschönen Look. Gibt nicht mega Länge, gibt nicht Schwung, gibt nicht super Volumen. Aber einfach wirklich einen richtig schönen Augenaufschlag. Gefällt mir total gut. Mal gucken, ob ich es immer noch so mag. Also damals war es richtig toll. Von Rival Last Me Never Seen Before Mascara. Die habe ich ja noch recht neu. Das ist auch so ein Faserbürstchen, was so ein bisschen erdnussförmig ist. Von Maybelline, die Sky High Mascara. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Die habe ich noch nicht getestet. Ich glaube, die habe ich bei The Beauty Beast gekauft. Aber es ist ja so eine riesen Hype-Mascara, die hier so ganz flexibel ist. Warum ist das so? Warum muss die so krass flexibel sein? Verstehe ich nicht ganz. Gut, es ist ein Silikonbürstchen, das spitz zuläuft und ich bin gespannt, ob der Hype auch das bringt, was er verspricht. Also für mich auf jeden Fall das bringt. Und von We Love Revolution Long Lash Lenging. Heißt das so? Oh Gott, ich und Aussprache, ne? Auch aus dem We Love Revolution Adventskalender. Hier haben wir jetzt wieder ein Faserbürstchen. Also da haben wir diesmal auch eine super Mischung. Faser- und Silikonbürstchen in verschiedenen Größen. Wir haben nur nicht so ein dickes Wärmbürstchen. Ansonsten finde ich die Mischung wirklich sehr gut gelungen. Acht Produkte sind für die Lippen dabei. Zum einen von Trended Up High Shine Lip Gloss. Den habe ich auch schon verwendet. Das ist eine ganz tolle Farbe. So ein ganz zart Rosé. Altrosé, hätte meine Oma gesagt. Richtig schön, gefällt mir gut. Ich habe noch ein Lipgloss von CC aus der gleichen Reihe, wie ich in der letzten Schublade den Lipgloss hatte. Nur, dass wir hier jetzt einen stärkeren Rotton haben. Einen Lippy Stick von Colourpop. Richtig toll. Oh, das ist auch so eine schöne Farbe. Es ist so ein Rostrotton. Mega, da freue ich mich drauf. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Den habe ich mir aus einem Wanderpaket rausgenommen. Freue ich mich sehr drauf, den zu testen. Von M.A.S.A. Magic Finish habe ich hier einen von den goldenen Lippenstiften. Das ist Holiday Crush. Und wenn man schon aufmacht, riecht man das schon. Die riechen recht stark. Der Ton ist ein bisschen matt, aber er hat mir auf den Lippen gut gefallen. Darum habe ich ihn behalten. Ich mag die Lippenstifte von M.A.S.A. ne? Mit diesem Magnetverschluss und die riechen so angenehm, also ich mag die total gerne. Von Essence habe ich ein Hydrating Nude Lipstick in der Farbe Heavenly. Das ist dieser Ton hier, also wirklich mega nudig. Von Maybelline habe ich hier Shimmered Paprika in Satin.
Genau, das ist jetzt hier ein Rotton. Und das ist jetzt hier wirklich der klassische Rotton. Mal schauen, ob der diesmal zum Einsatz kommt. Und von Maybelline habe ich hier noch 540 Hollywood Red. Das ist jetzt so ein etwas krasserer Rot, den ich auch schon ein paar Mal verwendet habe. Aber was ist das denn? Der scheint sich verändert zu haben, oder? Oh nein. Ja, ich glaube, der hat es hinter sich. Den kann ich leider nur aussortieren. Sehr schade. Von Relove Revolution habe ich hier noch ein Baby Gloss in durchsichtig. Kann man auch immer gebrauchen. Und aus einem Adventskalender, nicht von Catrice, weil da hatte ich noch keinen, kommt hier der Power Plumping Lipstick in der Farbe Flower Herb 40. Genau, also so ein bisschen so ein aufpolsternder Lipstick. Gucken, ob der so deckend ist in so einem Rot. Meistens sind diese Plumping ja nicht so deckend. Ja, das waren also die Lippenprodukte. Schade mit dem Maybelline, aber den muss ich leider aussortieren. Ich zeige dir noch eben Monolidschatten, sind nämlich auch 3 Stück in der Schublade. Und dann geht's an die Paletten. Ich habe hier einmal von CC so einen Glitzer-Lidschatten. Den könnte man, glaube ich, auch als Eyeliner verwenden. Ich glaube, es ist ein genau dünnes Bürstchen drin. Das ginge auch als Eyeliner, aber ich trage ja keinen Eyeliner. Es ist so ein mega Glitzer, aber damit kann man halt eben super Akzente setzen. Und es sieht toll aus, ne? Also es ist wirklich richtig stark glitzernd. Auch stark glitzernd, allerdings in so einem Kupferton, kommt dieses hier von Bella Pierre. Sultry. Schaut so aus. Könnte auch ein Highlighter sein, ne? Ich weiß nicht genau, aber ich habe es bei Lidschatten einsortiert. Ja, und glitzern wird es jetzt auch nochmal. Ich hatte mich hier von NYX A Bit Jelly. Das habe ich mal von einer Verkäuferin bekommen, wo ich was bei Vinted gekauft habe. Die hat mir das dabei gelegt. Das ist so ein mega Glitzergel. Ja. Sie hat es auch schon verwendet. Es war also auch schon angebrochen. Ich habe es auch jetzt schon 2-3 Mal ausprobiert. Das ist einfach richtig cool, ne? Aber ich kann es auch wirklich nur als Lidschatten verwenden. Also ich. Auf den Wangen finde ich das zu krass. Ups, da bist du. Mal scharf stellen. Ja, also es ist wirklich... Ja, vielleicht müsste man es mal aus den Wangen ausprobieren, ne? Wenn man jetzt ein Blush hat, was schön pink ist oder ein bisschen dunkler und das so drüber gibt, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Ja, jetzt ist es das erste Mal in meiner Schublade und ich kann jetzt ja einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. So, und nun geht's an die Lidschatten. Lidschattenpaletten meine ich natürlich. Und da habe ich zuerst hier von Relove Revolution die Palette Cherish. Die war auch im Adventskalender von Relove Revolution drin. Das ist eine von diesen tollen 6er-Paletten, die ja immer 2 große Fännchen haben und 4 kleine. Die Farben sind aufeinander abgestimmt. Meistens sind es gemischte Töne. Also wir haben matte und Schimmerlidschatten dabei. Ich habe die jetzt noch gar nicht verwendet, wie du siehst. Ich bin also total gespannt, wie sich das so auf dem Auge macht. Das wird, glaube ich, ein sehr nudiger Look werden, aber ja, ich freue mich drauf. Bereits ausprobiert habe ich von Catrice die Mauve Palette. Die habe ich irgendwie günstiger geschossen, als Catrice sie aus dem Sortiment genommen hat. Hier ist wirklich so ein richtig schöner, ja, moviger Look mit möglich. Es sind dann ein bisschen ähnliche Farben hier, also... Es ist jetzt kein Look, der Wärme macht, aber ein ganz toller Alltagslook, den man damit schminken kann. Ähnliche Farbzusammenstellung habe ich hier von She Glam aus einem Wanderpaket. Die Palette Hardcore, das ist ein kleines Quattro. Ist so ein bisschen ähnlich, ne? So ein bisschen movig, ein bisschen erdig, sind aber alles Schimmertöne. Also da muss ich mal schauen, ob ich das kombiniere mit einer anderen Palette. Muss ich mal sehen. Von Alverde habe ich hier ein ganz süßes Quadro in Grün und das ist Galact Green. Richtig schön. Das sind auch alles Schimmertöne, also auch dieser Ton hier, dieser dunkle Grün und dieser helle Ton haben leichte Schimmerpartikel. Das Grau und das Hellgrün sind wirklich starke Schimmertöne, aber ich denke, das kriege ich wohl auch hin. Kommen wir zu größeren Paletten. Ich habe hier einmal von CC aus der British Museum Reihe die Cobra Palette. Die schaut so aus. Ich liebe diese Designs, ne? Total. Von innen ist sie das hier, also wirklich sehr warm. Auch mit so einem schicken Ockerton dabei. Tolle Schimmertöne, ein gutes Verhältnis zu Schimmer- und Mattentönen. Auch so einen starken Glitzerton haben wir hier. Ja, ich bin gespannt. Auch dieser hier sieht spannend aus.
Also ich habe sie schon mal verwendet, aber natürlich nicht alle Töne. Das hier ist, glaube ich, ein Topper. Ja, das ist ein Topperton. Sehr schön. Ja, freue ich mich drauf. Wo ich mich auch drauf freue, auf Limoncello von Colourpop. Ideal jetzt für die wärmere Jahreszeit, finde ich. Ich mag die Palette total gerne. Ich mag natürlich auch Colourpop total gerne, aber das ist eine Palette, die einfach wunderschön ist. Nicht nur vom Packaging. Ich finde, von innen ist sie auch einfach richtig sommerlich. Tolle Gelbtöne, das Grün und das Blau mit dabei. Wir haben tolle, erdige, warme Farben. Also es ist wirklich pur Sommer. Wir hatten gerade schon die Blush-Palette von Revolution in diesem Flamingo-Look. Natürlich habe ich hier auch die Lidschatten-Palette. Das war eine Zeit lang eine meiner liebsten Paletten. Jetzt habe ich sie schon sehr lange nicht mehr verwendet und bin jetzt gespannt, ob sie mir immer noch so gut gefällt. Damals habe ich die Blautöne nicht verwendet. Das würde ich mich heute jetzt schon trauen. Deswegen mal gucken, welcher Look da so bei rauskommt. Also ich finde sie nach wie vor richtig schön. Nochmal Revolution, nochmal Forever Flawless und nochmal Gefieder. Diesmal aber Birds of Paradise. Das ist diese Papageienpalette. Die habe ich mal von Nina bekommen. Und die ist einfach so, so krass Neon, oder? Also bunt habe ich mittlerweile ja wirklich einige Paletten, aber diese hier ist ja wirklich krass Neon. Sie hat zwei unwahrscheinlich starke Pressed Glitter. Die möchte ich auch definitiv ausprobieren. Aber ich finde auch, ne, die Orange hier, dieses richtig knallige Grün hier oben, die Farbmischung ist einfach gigantisch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege ein paar Looks damit hin. Das wird auf jeden Fall nicht alltagstauglich, denke ich mal. Aber ja, wir werden sehen. Dann haben wir hier noch eine ganz neue Palette von Rival de Loop, die Touch of Bronze Mood Palette. Genau, und die habe ich noch recht neu im Standardsortiment entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob es sie schon länger gibt oder ob ich sie einfach nur neu entdeckt habe. Ich habe damit auch schon einen Look geschminkt, das verlinke ich dir mal unter dem i. Der hat mir wirklich gut gefallen. Ist, glaube ich, ein guter Kontrast jetzt hier zu den anderen Paletten. So ein bisschen was Nudiges, Warmes, Erdiges. Bleibt noch eine Palette von Max & More, die Club Life Palette. Die schaut von innen so aus. Gibt auch viele Möglichkeiten, sich auszutoben. Hat auch ein paar Blautöne. Hier unten geht es so ein bisschen ins Grüne. Ansonsten sind wir eher mauvig, bräunlich-beige unterwegs. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich freue mich drauf. Das sind also meine Lidschattenpaletten aus der Schublade 13. Ich räume nun alles ins Badezimmer ein und dann zeige ich dir, wo die Sachen nun stehen. So, ich habe die Sachen nun eingeräumt. Ups, da. Hier haben wir einmal die Mascaren, Concealer, die beiden Augenbrauenprodukte, den Duft, die ganzen Lippenstifte, Primer, Foundation, Fixing Spray und in der Schublade die Contourpalette, meine Blush, Puder, Bronzer, Highlighter. Dort sind Monolidschatten. Hier ist von CC diese Glitzergeschichte und da sind die Lidschattenpaletten. Oh, ich freue mich auf diese Schublade. Kannst du es dir nicht vorstellen. Aber es ist immer so, wenn ich eine neue Schublade einrichte, es macht einfach mega viel Spaß. Wenn dir dieses Video Spaß gemacht hat, dann unterstütze mich doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.